Bevor wir zum großen Finale kommen, Sie können dreimal raten, was wird das heute? Stabhochsprung. Laden wir noch einmal Dietmar Brückel auf die Bühne. Dietmar, sprich noch mal zu uns, bitte. Dietmar, jetzt, wo wir uns sozusagen dem Ende zuneigen und ich sehr oft gehört habe, My Sport, My Story, ich bin ja von Berufswegen Geschichtenerzähler und habe, wie ich jetzt immer brav zugehört habe, habe ich mir gedacht, ja, Freunde, erzählt Geschichten. Jeder von euch trägt eine Geschichte in sich und die Welt wird nie aussterben, solange es Geschichten gibt. Dann erzähle ich auch eine kleine. Gut. Ich möchte mich mal gerade im Vorhinein noch bedanken. Das sind ein paar ganz tolle Kampazunder an Sportler da. Patrick Rotlieb, Olympiasieger, Weltmeister. Danke, Patrick. Dann ist der Christian Rierwetz da, den habe ich den ersten Red Bull-Helm lackiert, den überhaupt, den allerersten Red Bull-Helm, der was lackiert worden ist, hat der Christian Rierwetz von mir bekommen. Christian, danke, dass du gekommen bist. Und noch viele andere waren hier. Hannes Kienigartner sitzt da drüben, das Gesicht von Wings for Life. Hannes, danke, dass du auch gekommen bist, bist auch ein Mentor von uns, super. Ja, und ganz kurz, und jetzt muss ich gerade unsere Geschichte, My Sport, My Story, euch Sportlern ganz kurz erklären. Und zwar, es ist für mich wichtig, warum My Sport, My Story und warum die Medien. Und warum wir das so aufgebaut haben, dass wir sagen, ihr bekommt auf unserer Internetseite ein Profil. Ihr stellt das Profil selbst zusammen. Ihr macht, wenn möglich, so viele Events pro Woche, pro Monat. Ihr stellt das auf eure Seite und baut euch eine Fangruppe auf. Und diese Fangruppe aktiviert ihr. Diese Fangruppe schaut dann auf eure Seite, gibt euch Votings und Likes. Und dann habt ihr vielleicht am Ende des Monats die Chance, unter den besten 10 gewoteten Sportler zu sein und aus dem Topf etwas herauszugewinnen. Dies alles ermöglichen wir euch mit unseren Partnern. Hannes, vielen Dank, dass du uns den ersten Topf füllst. Und es ist für uns auch wichtig, dass wir viele Sportler auf die Seite bekommen jetzt. Weil wir wollen schauen, dass wir euch in Szene setzen und dass ihr die Fans, die Medien, den Sponsor und uns Material bringst, damit wir am Ende des Tages alle Sieger sein. Danke. Dietmar Brückel.